Thorsten und Salvo sind als Nächste dran. Wie ging es dir in dieser Woche? Ist schwer zu sagen. Nach dem, was vorgefallen ist, was ich getan habe. Selbst wenn ich die 4 Kilo knacken würde, die ich mir vorgenommen habe, hat man das Gefühl, man hat die nicht unbedingt verdient. Auch wenn man viel dafür getan hat. Aber ich glaube, man muss auch selbst erstmal seine Fehler eingestehen und sich selbst erstmal wieder in den Spiegel anschauen können. Es ist halt ein Unterschied, dabei zu sein, aber nicht dazu zu gehören. Und das hat man halt noch gespürt an diesem Morgen. Salvo, bitte stell dich auf die Waage. Ich war etwas nervös, aber ich habe mir diesmal gesagt, Salvo, du hast Gas gegeben. Ich war doch zuversichtlich, was mein Gewicht jetzt betraf. Also ich bin auf diese Waage und habe mir gesagt, Salvo, du hast dir nichts vorzuwerfen. Ganze 4,1 Kilogramm hat Salvo verloren. Das ist für dich, mein Bruder. Nur für dich. Nur für dich. Thorsten, was wäre denn ein super Ergebnis für dich? Also ich will endlich unter diese 200. Also endlich. Mindestens 2,9 Kilogramm. Mindestens. Ehrlich. Unter 200 musst du. Ich muss unbedingt unter diese 200. Dann schauen wir nach, ob wir die 200 endlich hinter uns lassen. Thorsten war schon mehrmals Wackelkandidat. Im Zweierteam war seine Leistung umso mehr gefragt. Also die Angst, dass ich selber enttäusche, war schon da und groß. Das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Also klar, man ist halt verantwortlich für jemanden. Und der kann mit mir rausfliegen. Das macht einen schon ein bisschen nervös. Kilogramm Gewichtsabnahme. Darauf kann Thorsten stolz sein. 7 Kilo waren es endlich mal auf der Waage. Ja, da hat sogar Salvo sich richtig, also mal fast durchgedreht, weil er hat gehofft natürlich und gedacht, dass sie gut, aber 7 Kilo ist schon eine tolle Zahl. Ich war mega stolz auf ihn. Geht's dir grad? Ja, hervorragend. Super. 200 ist weg. 7 Kilogramm. Wir sind in Woche 7. Ja, passt ja.